Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gloomhaven Jaws of the Line mit Sisket. Hallo. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich einen von beiden Kanalisationen betreten. Wir haben uns für die geschändete Kanalisation entschieden. Da schauen wir dann mal vorbei. Aber zuerst kommt eine Begegnung. Ihr beschließt, den Abend in der braunen Tür zu verbringen, einer Spelunke bei den alten Kais. Hinten im Raum sitzt ein alter Mann über ein paar Glasperlen gebeugt. Er freut sich über Gesellschaft und bittet euch fröhlich, euch zu ihm an den Tisch zu setzen. Er nimmt ein paar Perlen in seine Faust und verstaut den Rest in seiner Brusttasche. Was glaubt ihr, wie viele Perlen ich hier in der Hand halte? Wenn ihr richtig ratet, gewinnt ihr was. Ist gar nicht mal so einfach. Er lacht, vermutlich über einen Witz, der euch wohl entgangen ist. Und noch bevor ihr die Chance habt zu raten, flüstert eine Stimme in euer Ohr: Es sind immer drei. Ihr dreht euch um, doch dort ist niemand. Ja, aber drei kann ich nicht Ich wollte auswählen. gerade sagen, Moment mal, wir können ja nur eins oder zwei sagen. Was ist denn das hier schon wieder für eine Scheiße? Ja, keine Ahnung. Ja, dann nimm zwei, aber es ergibt schon wieder Ah, keinen nee, Sinn. doch, ich kann nach unten. Geht das? Ja. Ah. Eine Perle, zwei Perlen, drei Perlen, vier Perlen, fünf Perlen. Sucht nach der Stimme. Sollen wir dann drei Perlen sagen? Ja, mach mal. Der Mann öffnet seine Hand mit einer dramatischen Geste und lacht. Ihr hört sie auch, nicht wahr? Ihr seid die Ersten heute Abend. Er kichert vor sich hin und starrt den Rest der Nacht verloren in sein Getränk. Zuvor wirft er euch aber noch euren Gewinn zu. 10 Gold. Insgesamt. Du darfst das verlassen. Ich verstehe das nicht. Was? Was Was da verstehst du nicht? passiert ist. Ja, keine Ahnung. Offensichtlich hören wir alle irgendwelche Stimmen. Okay. You light torches as you Vor stand dem before a Eingang sewer zur entrance in the Kanalisation sinking des market, versunkenen Markts half entzündet ihr submerged eure in some Fackeln. foul Schlimmer water. als der versunkene Markt If there's selbst any ist nun die worse than the Kanalisation sinking market, darunter. Eine it's the sewer beneath Brutstätte für it. Ratzen, Schlangen A und anderes breeding ground for Ungeziefer. wormlings, Der Gestank der snakes, riesigen and Pfützen another undefinierbarer unsavory Brühe smells. raubt euch den Atem. And it Ihr bereut just einen smells Moment, euch nicht really für das bad. ehrbare Reisendenviertel You think entschieden for a zu haben. moment, Aber you could nein, have ihr gone to musstet the ja traveler's hierher district, kommen, the weil ihr nicest euch area of keinen the city. besseren Ort Surely vorstellen not. konntet, um diese No, you had to elenden come here, Blutkultisten because you aufzuspüren. can't think of a more Also haltet fitting ihr euch die location Nase zu und to geht find those hinein. Die wretched blood Unannehmlichkeiten coins. lassen nicht lange And auf sich so, warten. Ein behold your Schlangennest nose and und make your mehrere way out. Schwarzschlicke But it blockieren doesn't den take long to Durchgang. find a whole mess of unpleasant. Ja, dann wollen wir die mal aus dem Weg räumen, ne? Ja. Wir sehen uns im Dungeon. 32, ui, viel Schaden. Die anderen heilen sich nur gut. Machen die Vipern viel Schaden? Ja, ich könnte jetzt direkt eine betäuben, wenn du möchtest. Kannst du machen. Schadet auf jeden Fall nicht. Soll ich die ziehen? Ja, kannst du machen, aber wobei, Wohin? nee, lass sie da stehen, lass sie stehen, ist besser. Es ist gerade für mich so ein bisschen die Frage, soll ich hier stehen bleiben oder soll ich jetzt einen nach vorne gehen? Ja, geh mal ruhig hin. Oh, dann kassiert der, ne? Ja, aber ich schon nur von einem. Da ist es von zwei. Ja.
Komm mal, der Mikroraketen. Oh! Vier Ziele! Ja. Mit Vorteil. Ja, sehr schön. Boah. Ach, das ist ja lächerlich. 4 Damage. Ja, er hat minus 1 gezogen. Wieder minus 2. Ja, weil ich einen Nachteil habe. Und schon ist die Rüstung weg. Ja. Hier, greift mal an. Wen willst du? Ja, töte doch sie da hinten und hier. Die? Ja. Um. Und die ist entwaffnet. Super. Soll die da stehen bleiben? Ja, wo soll sie sonst hin? Ist okay. Ja, was weiß ich, ich kann die bewegen. Ah, schon wieder 32, die machen da gleich nochmal. Ja. Und der andere macht einen Angriff Reichweite 2, okay, das ist gut. Er kommt nirgendwo hin. Sehr schön. Mal ruhig auf den, der mehr Leben hat. Mhm. Kein Problem. Ja, nice. Läuft, ne? Mhm. Ja, die ist hinüber. Die auch. Reicht. Hol ich mir jetzt nur den Angriff 5 ab hier mit Vergiften oder hol ich mir den nicht ab? Wieso? Ja. Was kannst du denn machen, damit du den nicht kassierst? Ach nee, ich komme da gar nicht hin. Doch, könnte ich. Ja, egal. Dann mache ich es nicht. Nee. Ja, der hat nur eine Reichweite von 2. So, kein Gegner mehr da. Oh nein, ich bin so doof. Ah. Mhm. Warum sagst du denn nichts? Ich? Nö. Ich wollte uns doch heilen. Ja. Aber das ist so dämlich. Na, jetzt hat er eine Reichweite von 3.
Genau. Dann direkt noch einen Fluch rein und einen Vorteil. So. Oh, der macht nix. Was wollte ich machen? Was? Den entwaffnen. Ja, tut mir leid, er hat jetzt ein Betäuben gezogen. Ja, machen wir es so. Na gut. Ich wollte den auch betäuben. Dann kann ich den ja jetzt. Brauche ich den ja. Dann switche ich einfach um. Und dann greifen wir den an. Ein. Zwei Runden hat sie noch, ne? Ja, komm. Na gut, aber Nö, alles gut. Ist ja egal, weil der stirbt jetzt, ne? Den braucht man gar nicht mehr angreifen. Na, ja, kann immer. Der Reed möchte den angreifen. Ja, dann mach. Als erstes lässt sie ihn jetzt schon mal laufen. Du erlaubst, dass ich mir das Gold hole. Der holt sich das Gold nicht. Ja, stimmt, tut er nicht. Ist wahr. Ja. Genau. Ach, ich kann jetzt noch mal jemanden. Soll ich den Reed noch mal schicken? Oder möchte die... Mir ist es egal. Ja, dann schick den Reed. Klar, der hat ja dann immer noch... Zumindest ein Schild, ne? Ja, nicht nur das, sondern der hat ja auch noch zwei Karten. Ja. Gucken, was uns erwartet. Oh, ganz viel Wasser. Ja. Aber die Frage ist, wo der jetzt hingehen soll. Er kann halt hier nicht alles wegtanken, ne? Die Wei ist erst nach den Schlangen dran. Ja. Aber die Schlangen kommen nicht so weit. Du wirst von einer Schlange angegriffen und dem hier. Ja. Also soll er noch einen weiter rein? Ja, was hast du denn für Karten gespielt? Ich kann es gerade nicht sehen. Ah, doch hier. Die 19 und die 79. Genau, du könntest einen Fernkampfangriff. Naja, kannst du nicht wirklich. Dann halte dich lieber. Und dann machst du einen Angriff mit Lähmung. Ja, ist doch gut. Ja, dann muss ja noch einen weiter rein. Genau.
Und dann gibt's noch eine Karte zurück, ja? Ja, genau. Die Heilung, die ich vorhin verbockt habe. Ja, ist das so. Komm mal, das ist aber noch ein Schild. So, wo will die Vi jetzt gleich hingehen? Ich könnte ja auch noch einen Schritt zur Seite gehen. Weil der wird jetzt zwei extra Damage kriegen, wenn er nochmal angegriffen ja, wird. Ja, nee, ich kann schon den schon angreifen. Du kannst da stehen bleiben. Okay. Ist doch super. Genau, ich komme jetzt rein. Und dann kann ich zwei Leute angreifen. Na toll. Ja, da der, ich vermute, der kommt gleich. Oder ich greife nochmal vier Leute gleich an. Hey. Ja, warum nicht? Entweder greife ich vier Leute mit zwei an oder ich greife einen besonders stark an. Wie du meinst. Dann greife ich einen der besonders. Reed kann gar nicht mehr angreifen jetzt gleich. Ich brauche leider die Axt. Ich glaube, die machen nichts, genau. Die Vipern schilden sich und bleiben stehen, ja, super. So, haben wir das mal übersprungen. Gehofft, dass die ein bisschen näher kommen. Ja, sehr schön. Ja, ich überlege jetzt, was jetzt sinnvoller ist, ne? Ich könnte mich natürlich jetzt auch mit dem Heiltrank einmal selber heilen und dann um 4 hochheilen. Ja. Oder aber ich spawne den Sandteufel und mache halt alle Angriffe erhalten Nachteil. Weil bewegen kann ich mich nicht, ich bin gelähmt. Ja, mach mal genau den Nachteil und den Spawn. Das finde ich gut. Ja, das geht überhaupt, ich weiß es nicht. Nachteil, oh, ja. Du wirst auf jeden Fall noch einmal angegriffen. Ja, ich weiß, warte mal, kann ich den nicht spawnen? Sieht nicht so aus, ne? Ne, ich kann den überhaupt nicht spawnen. Ja. Ja, dann kann ich mich auch selber heilen. Kannst du auch, ja.
Das war doch gut. Oh, warte mal. Ja. Was macht sie? Versucht diesen Typen hier zu töten. Ja. Jetzt von alleine, ne? Oder haust du nochmal drauf? Ja, ich könnte, ich muss aber nicht. Schade, mach wie du magst. Da brauche ich da nicht. Die Vipern, ja. Na, die eine kommt aber auch nicht an, das ist gut. Die Ratze angreifen oder eine Viper? Greif mal ruhig die Ratze an. Das ja. Der war schön. Genau. Die kommt nicht an. Die machen jetzt viel Schaden, das ist böse. 12 Stück machen die. Die müssen wir jetzt mal killen. Oh, das ist gut. Die Schwarzschlicke, die können keinen attackieren. Ja. Okay. Ey, wieso geht das nicht? Was willst du denn machen? Das Problem hatte ich hatte mir schon mal. Ich wollte zu meiner Axt, aber es geht nicht. Ja, weil da unwegsames Gelände ist. Ja, ich kann doch springen. Aber es nützt trotzdem nichts. Scheiße. Das ist schlecht. Dann machst du die Ratsche platt. Ne, die Ratze, die wird betäubt. Ach, ist das ärgerlich. Wow. So geht's auch. So, der kann jetzt wahrscheinlich eine Karte wegschmeißen. Noch ein Zweierangriff. Das geht noch. Drei Schaden? Nee, alles gut. Ein Leben hast du noch. Nee, alles gut. Ach, du hast noch Rüstung, ja. Ja. Ja, irgendwie hat das jetzt so ein bisschen meine Aktion zunichte gemacht. Ja. Weil die waren schneller als du, es war Pech. Ja, das ist das Problem. Auf die Ratze gehst du? Ja. Ja, keine Ahnung. Dann mache ich jetzt einen Standardangriff auf das Viech. Geh ich da weg? Ja, kannst du auch machen. Warte mal, Bewegung 3 hätte ich. Moment, wo komme ich denn überhaupt hin? Komm ja nur ein Feld weg. Ja. Sonst springe ich. Da komme ich auch nur ein Feld weg. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, willkommen in meiner Welt.
könntest noch nach hier mit den Schuhen, ne? Einen Schritt weiter noch. Ja. Entschuldigung. Dahin. Warte mal, das war total dämlich. Ich hätte hier nicht weggehen dürfen. Wolltest du dich heilen? Nee, doch, das passt. Nee, wobei gar nicht, gar nicht. Nein, nein, die gesamte Heilaktion geht nicht mehr auf. Ja. Okay, brauchst du nicht. Soll ich die ziehen? Wäre das für wenn die dann noch da. Aber wobei, das ist nicht klug für nee. Dich. Mm-mm. Weil du so wenig Leben hast, ja. Nee, 4, ne? Ich könnte die erstmal angreifen hier. Mhm. Oh, nice. Und dann laufen wir noch. Oh, du kannst den Dingen zahlen. Das ist sehr gut. Und jetzt könnte ich ihn direkt wieder vergiften. Dann hätte er aber drei Leben mehr. Drei Leben mehr. Soll ich das tun? Ja, mach. Es verdoppelt das Leben und er ist gestärkt. Ich kann alle nicht angreifen. Gut. Ja. Oh, warte, warte. Ja, ist zu spät. Ich wusste nicht, dass du so einen guten Angriff machst. Ich würde mich gerne hier auf die 8 Gold stellen, oder wollt ihr weiterhin? Wo? Ich gehe hier hin. Hierhin gehe ich. Ja, okay. Dann würde ich mich jetzt einmal hinter dich stellen. Ja. Ja, der ist hinüber. Definitiv. Aber sowas von. Ein Angriff weniger, den wir bekommen. Unfassbar, ey. Ich da immer nicht ankomme, ey. Was mach ich denn hier noch? Oh, nichts mehr Vernünftiges, okay.
Möchte sich noch einer bewegen? Wie bei oder? Ja, du kannst die. Nee. Einen Schritt nach vorne, wenn überhaupt, ne? Ja, aber dann kannst du nicht mehr heilen. Du kannst den Tom sich bewegen lassen. Ja. Aber der hat seine Axt noch nicht aufgehoben. Doch, hat er. Hat er? Ja. Okay. Genau, die Wahl kriegt nämlich jetzt auch zwei Angriffe, das heißt, das ist auch ganz gut. So lässt sich immer mit dem vergiftet. Ja, total. Sehr schön, der hat den Fluch gezogen. Jupp. Ganz vergessen, wir sind schon über der Zeit. Seht den zweiten Teil der geschändeten Kanalisation beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao.